Heute beim Magazin Next, Markus von PopRLP. Ich begrüße dich. Ja, schönen guten Tag. Eure Aufgabe ist es, Musikschaffende in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Wie sieht das konkret aus? Was macht ihr für die Künstler? Oh, wir haben ein ganz umfangreiches Förderportfolio. Das fängt von ganz schlichten Dingen an, dass wir Auftritte von jungen Künstlerinnen und Künstlern finanziell fördern mit einem kleinen Zuschuss, weil der Nachwuchsbereich natürlich oft keine sehr hohen Gagen verlangen kann, weil er noch nicht so bekannt ist. Wir unterfüttern das ein wenig finanziell mit Hilfe des Landes. Das heißt, junge Musikerinnen und Musiker können, so sie Auftritte haben, von uns einen Zuschuss bekommen, damit sie eben nicht allzu viel Geld drauflegen müssen aus ihrer privaten Schatulle. Wir haben einen Tourbus, den wir für kleines Geld anbieten, damit Musikerinnen und Musiker die Auftrittsorte, so es Welt gibt, erreichen können. Wir haben ein Spitzenförderprogramm. Wir haben ein Förderprogramm für kulturelle Bildung, also im Grunde für Kinder und Jugendliche, die sonst keine Möglichkeit haben, Musik zu machen. Wir haben ein internationales Schulungsprogramm für Kreative. Wir haben ein internationales Fort- und Weiterbildungsprogramm für Bands. Also wir sind da insgesamt sehr gut aufgestellt und sind auf ganz vielen Ebenen unterwegs. Die Veranstaltungsbranche, die hat es ja nun mal am härtesten getroffen. Seit mehreren Monaten findet nichts mehr statt. Sehen Künstler jetzt da drin mehr so eine Chance, auch wieder kreativ auf anderen Feldern zu werden, neue Ideen zu entwickeln? Oder ist es eigentlich eher so, dass die Stimmung so ist, um Himmels Willen, macht irgendwann wieder möglich, dass wir wieder einen Normalzustand haben? Ja, das hängt natürlich immer ganz, ganz stark auch von der jeweiligen Psyche des Künstlers oder der Künstlerin ab. Menschen, die so ein bisschen labil sind, die haben es natürlich im Moment extrem schwer. Man muss sich vorstellen, in unserem Bereich, im Grunde darf man seit März letzten Jahres, also jetzt über ein Jahr, noch nicht mal mehr proben zusammen als Gruppe. Also das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die natürlich auch dazu führen wird, dass sich viele, viele Musikgruppen einfach auflösen werden. In Berlin gibt es Umfragen in der Szene, dass jeder Dritte überlegt, einfach was anderes zu machen. Ja, also dann, was weiß ich, doch die Lehre bei der Sparkasse. Nichts gegen die Sparkasse. Aber das wird ein ganz schwieriges Thema nach der Pandemie. Da bin ich mal gespannt, wie wir da durchkommen. Kreative Ansätze sieht man natürlich auch viele. Ideen, Kollaborationen zu bilden, zu streamen, sichtbar zu bleiben. Ich glaube, das große Thema für die Szene ist, weiter sichtbar zu sein. Was man sonst auf den Bühnen nach außen getan hat, ist eben jetzt nur online möglich. Und das ist natürlich relativ schwierig, weil die Konkurrenz da auch groß ist. Was vermutet ihr, welche alternativen Veranstaltungskonzepte, die sich jetzt aus der Pandemie ergeben haben, werden in Zukunft noch eine Zukunft haben? Also ich glaube, dass das Streaming weiterlaufen wird. Man hat ja, man sieht ja, dass an ganz vielen Stellen jetzt solche Streaming-Studios auch entstehen. Viele Dienstleistende in dem Bereich haben auch da schon umgesattelt und haben auch natürlich aus der Not gedrungen auf das Pferd gesetzt. Das wird weiterlaufen, natürlich viel weniger werden, das ist auch klar. Was ich interessant finde, sind so Hybrid-Konzepte, also dass man streamt, aber auch ein wenig Publikum hat. Das wird ja jetzt die nächste Zeit so laufen müssen. So ganz langsam geht es in Richtung Öffnungen. Ich denke, dass sehr viele sich ein Know-how angeeignet haben, auch die Kreativen, was gerade Online-Formate angeht und das natürlich auch künftig für Promo und solche Dinge nutzen können. Was haltet ihr von der Idee, dass Geimpfte mehr Privilegien haben sollen, Veranstaltungen zu besuchen? Kann das funktionieren? Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, vor einem halben Jahr habe ich im Freundeskreis über das Thema gesprochen und habe vehement gesagt, dass es keine gute Idee ist, jetzt bestimmte Privilegien zu ermöglichen. Ich habe aber meine Ansicht in der Beziehung geändert in der letzten Zeit. Das hat einfach den Hintergrund, wenn man nachdenkt, wir haben ja schon eine ganze Reihe von Einschränkungen, von Grundrechtseinschränkungen durch die Pandemie erlebt. Und die müssen auch natürlich so bald wie möglich aufgehoben werden. Und wenn es keinen Grund mehr gibt, jemandem zu sagen, du darfst dich nicht mehr mit mehr als 5 Menschen treffen zum Beispiel, ja, wenn es den Grund nicht mehr gibt, den pandemiebedingten, weil man eben geimpft ist, dann darf man das auch nicht weiter einschränken. Also das wird so kommen. Es wird natürlich für Genesene und Geimpfte gewisse Freiheiten geben. Ich glaube aber auch,
und hoffe vor allen Dingen, dass die Impfstrategie und das Impfen jetzt mal so ganz langsam richtig Fahrt aufnimmt und wir hoffentlich dann im September jedem so eine Impfung verpassen konnten. Wir merken alle in diesen Tagen, dass das Fehlen von Veranstaltungen und von Kultur auf unser Leben größere Auswirkungen hat, als wir das vorher gedacht hätten. Wir sind da drauf förmlich auch gerade seelisch angewiesen. Werden wir in Zukunft es mehr zu schätzen wissen, wenn wir wieder an Veranstaltungen teilnehmen können, solche Erlebnisse wieder haben können, förmlich ein Hunger nach Kultur? Ja, ich sehe das bei mir selbst und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Für unser tägliches Brot sind ja eigentlich Veranstaltungen und das ist unfassbar doof, dass man eigentlich das, was man liebt, nicht mehr tun kann, nämlich einfach sich mit Menschen treffen, gute Musik hören, aber nicht nur im Musikbereich. Das betrifft natürlich den Theaterbereich genauso. Alles, was mit Kultur zusammenhängt, ist natürlich so ein bisschen, ja, wie sagt man, der soziale Kitt der Gesellschaft. Ja, interagieren, sich inspirieren lassen, sich emotional auch berühren lassen und dass auch jeder, der mal auf einem großen Festival war und vor einer Bühne gestanden hat bei seinem Lieblingskünstler oder Künstlerin, der wird merken, boah, ich kriege Gänsehaut, ich bin emotional total angefasst. Also diese Momente, die sind für Menschen unglaublich wichtig und ich freue mich da total, wenn das jetzt hoffentlich bald wieder losgeht. Ein neues Projekt, Netzwerk für Veranstaltende, Pop RLP Live. Was steckt dahinter? Wer kann mitmachen? Nun, wir haben natürlich festgestellt, dass von der Politik nur diejenigen gehört oder leichter oder besser gehört werden, die vernetzt sind, die solidarisch untereinander sind und die gemeinsam sprechen. Und je mehr Menschen da dazukommen, desto größer wird die Lobby, die man auch hat. Das war in den letzten Jahren in solchen Netzwerken sehr schwierig. Manche haben einfach nicht verstanden, wofür brauche ich das überhaupt? Warum soll ich mich denn da regelmäßig austauschen? Das ist, glaube ich, ein Punkt, den die Pandemie zum Positiven gewendet hat. Dieses Gemeinschaftsgefühl in solchen Netzwerken und auch die Bereitschaft, sich da einzubringen, die ist massiv gestiegen. Und unser Ansatz ist schon seit Jahren zu sagen, wir müssen mal die Veranstaltenden im Popmusikbereich an einen Tisch holen, mal schauen, wo die Probleme sind, was man gemeinsam mit der Politik besprechen kann. Als Beispiel will ich mal sagen, der Bundestag hat ja vor 2 Wochen der Bundesregierung empfohlen und dringend empfohlen, die Musikclubs als Kulturstätten anzuerkennen. Die waren ja bisher immer in der Kategorie Glücksspiel und Bordelle. Also das ist so ein Schritt, wo man sagt, da sieht man, was Netzwerke bewegen können. Und genau das wollen wir für Rheinland-Pfalz ermöglichen, dass man einfach gehört wird. Und man muss ja auch ganz offen sagen, Rheinland-Pfalz ist jetzt nicht zwingend das Land der Musikclubs. Die wenigen, die wir haben, die müssen wir unbedingt erhalten. Ja, das ist so der Hintergrund für das Netzwerk. Erzählst du uns noch ein bisschen über das Balance-Projekt? Ja, sehr gerne. Wir sondieren natürlich regelmäßig die Szene. Und so ein Aha-Erlebnis für uns war, als Rock am Ring das 22er Line-Up vorgestellt hat. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Frauen auf der Bühne stehen bei Rock am Ring, dann sind das von allen Bands, die auf den 3 Bühnen sind, 3 bis 4%. Also das ist ein wirklich erschreckender Anteil, wie wenig Musikerinnen es auf den Bühnen gibt, gerade im Rock- und Pop-Bereich. Jetzt mal abgesehen von der ein oder anderen Sängerin, die aktiv ist. Und wir haben auch festgestellt in unseren Projekten der kulturellen Bildung mit Kindern und Jugendlichen, dass das Gender-Verhältnis so bis 16, 17, 18 Jahre in den Musikprojekten nahezu ausgeglichen ist. Das heißt, an irgendeiner Stelle verlieren wir Mädchen und junge Frauen für die Musik. Und das ist sehr schade. Und das wollen wir ändern, indem wir A, darauf aufmerksam machen und natürlich entsprechend Role Models schaffen, an denen sich junge Mädchen und Frauen orientieren können und sagen, boah, da steht eine Frauenband auf der Bühne und rockt richtig, da habe ich auch Bock, das will ich jetzt auch mal machen. Und so haben wir jetzt erstmal ein kleines Format aufgelegt, wo wir mit Expertinnen und Experten über das Thema diskutieren und gemeinsam versuchen, da Lösungen zu finden. Denn Musik und aktives Musizieren ist natürlich für alle Menschen eine Bereicherung. Und es wäre halt schade, wenn wir da ganz weiterhin weniger Frauen haben. Und das muss dringend mehr werden. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Absolut. Dann danke ich zum einen für dieses Gespräch und zum zweiten wünsche ich für die Zukunft und das Schaffen in dieser Sache eine glückliche Hand. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.